Boxen Magdeburg am 16. Juli. Die Kämpfe werden ab 19.15 Uhr bei MDR im Livestream übertragen. In Vorkämpfen boxen Hamzat Shadalov und Paul Wall, Nina Meinke, alle trainieren in Berlin. Und im Hauptkampf, das ab 22 Uhr 45 bei MDR übertragen wird, wird Michael Eilfahrt gegen Adriano Sperandio in den Ring steigen. Ein erfahrener Italiener und wird natürlich eine Herausforderung für Eilfahrt werden, der jetzt bisher jetzt im Juniorenbereich erfolgreich geboxt hat und viele Titel gesammelt hatte. Jetzt wird er sich, denke ich mal, in der nächsten Zeit umorientieren und Erfahrung sammeln gegen erfahrene, ältere Gegner und wird versuchen, Ranglistenpunkte in verschiedenen Verbänden zu sammeln. Ich denke schon, dass Michael Eifert in diesem Kampf der Favorit sein wird. Er ist ein ehrgeiziger Boxer, der eigentlich immer sehr fit wirkt und körperlich eigentlich seinen Gegnern, denke ich, schon überlegen ist. Wo er noch sich verbessern kann und muss, das wird, denke ich mal, schon im taktischen Bereich sein. Und dafür braucht er natürlich Kämpfe gegen erfahrene Gegner, die auch ein gutes Niveau mitbringen, damit er nicht nur Erfahrung sammeln kann, sondern auch seine Klasse steigern kann. Und mal sehen, wie das jetzt mit Adriano Sperandio sein wird.